Nein, Thema das ist heute nicht Abend. das Wichtigste, aber das Drumherum ist ein Lehrstück deutscher Innenpolitik. Ich sage Ihnen mal was. Die Maut ist im Bundesrat mit Mehrheit beschlossen worden. Mit Mehrheit. Frau Kramp-Karrenbauer, ihre Ministerpräsidentin im Saarland, war strikt dagegen. Die hat auch dagegen gestimmt im Bundesrat. Die Mehrheit ist zustande gekommen durch ein Abkommen des Herrn Dobrindt mit Herrn Ministerpräsident Ramelow, Die Linke. Zusammenarbeit von CSU und Die Linke im Bundesrat, um die Maut durchzusetzen. Okay, ich lasse das einfach mal so stehen. Okay. Aber Herr Schulz, da wir beide nun drüber gesprochen hatten, die sozialdemokratisch regierten Länder haben in großer Mehrheit dieser Maut zugestimmt. Das wir freuen uns, sagen, dass Sie nur, damit die Zuschauer hier keinen falschen Eindruck bekommen. Es gab keine Mehrheit für die Maut. Sie musste, Frau Merkel, Sie haben mich in der Nacht angerufen, haben gesagt, ja, Herr Schulz, ja, machen Sie mal. Und Sie haben dann habe ich Ihnen gesagt, rufen Sie mal Frau Kramp-Karrenbauer an, die gerade im Wahlkampf gesagt hat, ich mache das nicht mit der Maut. Mhm. Und Sie haben mir gesagt, ja, die Frau Kramp-Karrenbauer, die bleibt bei ihrer Position. Am Ende war es dann der Herr Ramelow, der der CSU zur Mehrheit verholfen hat. So, okay, ich bin dafür, dass das, was man beschließt, man dann auch durchsetzt. Ich habe keine neuen Angaben. Verstanden. Und verstanden. So ist genau. Es in der Großen Koalition. Ja. Ausführlich. Nun haben wir ausführlich schon über Autofahrer gesprochen, über die Maut gesprochen. Ein Thema, das die Autofahrer natürlich auch interessiert, wenn Sie gerade sagen, eine Maut wird es mit mir nicht geben, wenn sie die deutschen Autofahrer belastet. Nun sind die deutschen Autofahrer, Millionen von ihnen, die ein Dieselfahrzeug haben, extrem belastet, dadurch, dass sie möglicherweise bald Dieselfahrzeuge haben, die ihnen keiner mehr abkaufen möchte. Weil Dieselautos in Deutschland mehr Schadstoffe ausstoßen, als sie eigentlich sollten, weil die Konzerne, die die Autos bauen, betrogen haben. Warum sorgen Sie nicht dafür, dass die Autoindustrie die Verbraucher, die solche Autos haben, in vollem Umfang entschädigt? Wir sorgen dafür, dass im Rahmen des Rechtlichen die Autoindustrie die Verbraucher entschädigt. Deshalb gibt es ja auch die kostenlosen Softwareumrüstungen. Und die Autounternehmen sind verpflichtet, das, was sie als Typen zugelassen haben, als Autotypen, auch dann wirklich auf die Straße zu bringen. Aber Sie wissen ja selber, dass selbst die Softwareumrüstung keine Veränderung des NOx-Ausstoßes bedeutet. Eine Sekunde, Herr Klöppel. Ich will das nur noch mal darlegen. Die Verletzung der Umweltvorschriften in den etwa 80 Städten in Deutschland hat nur sehr indirekt mit dem, was da an Vertrauensbruch bei der Automobilindustrie passiert ist, zu tun. Selbst wenn diese Autos alle so Abgase ausstoßen, wie das in der Typengenehmigung gesagt wurde, selbst wenn dieser Vertrauensbruch der Automobilindustrie nicht stattgefunden hätte, hätten wir die Umweltprobleme außerdem noch. Und deshalb müssen wir weitere Maßnahmen auch einleiten. Es gab einen Vertrauensbruch. Es gibt 800.000 Menschen, die haben kein Vertrauen gebrochen, sondern die haben super gearbeitet in der Automobilindustrie. Die dürfen jetzt nicht die Dummen sein. Und deshalb müssen wir schauen, dass einerseits die Automobilindustrie den Schaden wieder gut macht, dass andererseits die Arbeitsplätze sicher sind, dass der Wandel in der Automobilindustrie hin zu modernen Antriebstechnologien stattfinden kann, obwohl, sage ich noch mal, wir noch Jahrzehnte Verbrennungsmotoren brauchen werden. Und wir müssen die Umweltvorschriften einhalten. Das ist die Aufgabe. Deshalb empfange ich morgen 80 Kommunen. Deshalb hat Herr Schulz hier auch mir Vorschläge gemacht, was wir dort erreichen müssen, andere auch. Das heißt aber konkret, nach allem, was ich jetzt höre, eine finanzielle Entschädigung, wie wir beispielsweise in den USA sie sehen, wird es in Deutschland nicht geben. Wir haben in Deutschland eine andere Rechtssituation. Das gesamte Haftungs- und Gewährleistungsrecht ist anders. Die Automobilfirmen sind verpflichtet, das Auto, das sie zugelassen haben, für das sie eine Zulassung bekommen haben, in dem Zustand dem Kunden zu geben, wie das notwendig ist. Und das ist der Stand der Dinge. Und also kein Geld für die Autofahrer, die ein solches Auto haben. Es sei denn, es sind ja Typenzulassungen richtig zurückgenommen worden. Es gibt Tausende von Klagen. Wir werden jetzt sicherlich gleich zur Musterfeststellungsklage kommen, dass man auch Sammelklagen machen kann, wofür ich im Grundsatz bin. Und diese Klagen werden bearbeitet werden. Aber erst einmal ist vollkommen klar, dass die Automobilindustrie jetzt das, was sie angerichtet hat, wieder gut machen muss. Damit ist das Umweltproblem alleine noch nicht gelöst. Sie sprechen selber von Betrug, Frau Merkel. Und dennoch muss Herr Schulz der Verbraucher feststellen, dass niemand zur Verantwortung gezogen wird. Wenigstens bis jetzt. Würden Sie das ändern? Ja. Und das regt die Leute auch auf. Es gibt zwei Dinge. Sie haben recht. Ich komme jetzt gleich zur Musterfeststellungsklage. Wir sind gespannt. Oh je. Oh je. Klar. Sie hat abgehört. Also war völlig klar, dass die Musterfeststellungsklage kommen muss. Sie muss kommen, weil die Bürgerinnen und Bürger ja nicht schlechter gestellt sein dürfen als Verbraucherinnen und Verbraucher in den Vereinigten Staaten.
Was wir erlebt haben, da sind wir ja einer Meinung, ist, da sind hochbezahlte Manager, die haben betrogen, geschummelt, gefährden die ganzen Belegschaften. Die Leute, die da arbeiten, kriegen sie in den Kneipen drauf. Sie seien die Drecksproduzenten, was also echt unfair ist, denn die Belegschaften leiden darunter. Und jetzt ist es so, wenn da umgerüstet werden muss bei der Software, dann müssen die Verursacher zahlen. Und wenn sie nicht zahlen wollen, dann muss nicht der Einzelne, also der Herr Strunz oder die Frau Illner, gegen Daimler-Benz oder gegen VW klagen. Da haben sie eh keine Chance, sondern sich zusammenschließen können mit anderen, die gleich betroffen sind. Musterfeststellungsklage. Wir haben den Gesetzentwurf eingebracht, der liegt vor. Ich hoffe, dass er irgendwann im Kanzleramt dann auch bearbeitet wird und fertig wird. Und dann könnten wir die Verbraucher in Deutschland ähnlich behandeln wie in anderen Ländern auch. Noch eine Sache hinzu. Was da abgelaufen ist, davon werden wir noch lange, lange Probleme haben. Denn die Automobilindustrie ist der Kernbereich der deutschen Industrie. Und was da Manager einen Vertrauensverlust verursacht haben, das ist ohnegleichen. Und das, was mich auch aufregt, ist, die haben dazu beigetragen, dass nicht nur ihre Industrie gefährdet wird, sondern die Wirtschaft insgesamt. Denn wenn es zu Fahrverboten käme, dann entsteht eine Situation, wie ich sie vor ein paar Tagen bei mir zu Hause hatte. Da hatte ich Handwerker bei mir im Haus. Die sind alle gekommen mit kleinen Lieferwagen oder Vans. Alle Diesel. Und die hatten alle zwei Fragen. Muss ich die Umrüstung selbst bezahlen? Und gibt es in Aachen ein Fahrverbot, sodass ich meinen Job nicht mehr machen kann? Deshalb, alles, was wir tun können, um das Fahrverbot zu vermeiden, Umrüstung, übrigens die älteren Euro 3, Euro 4 Normen schnell von der Straße holen und dafür anständige Prämien auch zahlen von den Automobilkonzernen, um den Umtausch zu ermöglichen und anzuregen. Das ist ein Mindestmaß, was man von diesen großen Konzernen erwarten kann. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, der wir uns richtig annehmen müssen, weil der Schaden, der da eingetreten ist, der ist immens. Frau Merkel, warum sind Sie so zurückhaltend gegenüber der Automobilindustrie? Wie gesagt, man bezeichnet Sie hier und da schon als Autokanzlerin. Hat das damit zu tun, dass Sie Sorgen haben um diese 850.000 Arbeitsplätze in Deutschland, weil es wirklich eine imageprägende Branche ist? Oder hat es auch mit der Verwobenheit einzelner CDU-Minister sogar zu tun in die Automobilbranche? Also Staatsminister im Kanzleramt wechselte als Cheflobbyist zu Daimler, ihr oberster Wahlkampfstratege, war bis vor wenigen Monaten Lobbyist bei Opel. Matthias Wissmann wäre noch zu nennen. Was ist der Grund, warum Sie so zurückhaltend sind gegenüber der Autobranche, wenn Sie eigentlich selbst von Betrug sprechen? Sie selbst sagen, da ist betrogen worden. Ja, Entschuldigung, da, weil ich sage, da ist betrogen worden, kann man, glaube ich, von Zurückhaltung nicht reden, sondern ich bin entsetzt, ich bin stocksauer, weil genau das passiert, was Herr Schulz gesagt hat. Ein Hauptpfeiler unserer Wirtschaft, des Exportweltmeisters Deutschland, ist in Gefahr geraten und damit Hunderttausende von Arbeitsplätzen und Menschen, die nichts und gar nichts dafür können. Dazu noch haben wir politisch gesagt, dazu stehe ich auch, wir brauchen den Diesel, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Und jetzt stehen wir hier vor einem ziemlichen Scherbenhaufen, den wir wieder aufbauen müssen, aber so, dass die Menschen weiter Arbeit haben können. Nee, aber das wird beispielsweise sagen, der Schaden ist erstmal beim Verbraucher zu bezahlen. Vertreten Sie noch die Interessen des Verbrauchers? Also wir müssen jetzt mal unterscheiden, natürlich vertrete ich die Interessen des Verbrauchers, deshalb haben wir die Software Umrüstung. Deshalb müssen wir sehr wohl überlegen, brauchen wir noch weitere Nachrüstung. Deshalb bin ich für diese Umtauschprämien. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht im Gestern verfangen bleiben, sondern die Automobilindustrie muss für die Zukunft investieren. Und hier ist jetzt die Aufgabe, wir werden niemals das gleiche Recht wie in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Und was diese Musterfeststellungsklage anbelangt, Herr Schulz, das Werk ist im Kanzleramt längst angekommen. Wir halten es für viel zu bürokratisch. Und wir können hier verabreden, dass wir morgen noch den Justizminister anrufen und bitten, dieses schnell zu überarbeiten. Wir haben eine Musterfeststellungsklage im Kapitalmarktbereich, als die Telekom-Anlieger entschädigt werden sollen. Auf der gleichen Grundlage könnten wir es sofort auch für die Dieselkunden machen. Nun haben wir viel über Autofahrer gesprochen. Das mache ich. Ich rufe den Heiko Maas an und sage, dann werden wir uns morgen zu Ihrem Gipfel dazukommen. Haben Sie einen weiteren kompetenten Sozialdemokraten? Ich glaube, der steht heute irgendwo telefoniert. Sie können, glaube ich, heute Abend noch mit ihm zusammenreden. Ja. Ja. Ich glaube, der Heiko Maas schaut zu. Also, der hat jetzt gehört. Ich möchte noch zu einem anderen Thema. Jetzt haben wir viel über Autos gesprochen, viel über auch Arbeitsplätze in der Automobilindustrie gesprochen. Aber viele Menschen haben natürlich einen ganz anderen Arbeitsplatz, der nicht unbedingt so super toll bezahlt ist, wie sie sich das manchmal wünschen. Jetzt würde ich von Ihnen gerne eine Musterrechnung mal hören. Sie sagen, Sie wollen die Bürger entlasten bei Steuern und Abgaben.
Nehmen wir mal eine Familie, vierköpfig, 3.500 Euro Bruttogehalt. Wenn Sie Kanzler sind, Ihre Regierung, was werden die am Ende mehr im Monat in der Tasche haben? Es kommt drauf an. Kinder? Zwei Kinder, vierköpfig, wie gesagt. Also nicht vier Väter. Also wenn Sie in Rheinland-Pfalz wohnen, brauchen Sie keine Kita-Gebühren zu zahlen. Wenn Sie in Hessen wohnen, müssen Sie Kita-Gebühren bezahlen. Das haben Sie schon mal. Überschlägig haben Sie das bestimmt schon mal durchgerechnet. Sind es 50 Euro mehr? Sind es 500 Euro mehr? Nee, kommt drauf an, wo Sie wohnen. Also zunächst. Ja, okay, dann geben Sie mir einen Korridor. 3.500 Euro Bruttoverdienst, vierköpfige Familie. Was haben die am Ende mehr in der Tasche? Also Korridor. Zunächst mal, wenn die Kinder haben und keine Kita-Gebühren zahlen müssen, obwohl sie bisher Kita-Gebühren zahlen müssen. Okay, die meisten haben Kinder. Deutlich weniger Geld. Zweitens, bei 3.500 Euro verheiratet, werden wir deutlich entlasten, indem nämlich der Spitzensteuersatz später erhoben wird, der Durchschnittssteuersatz absinkt. Ich würde mal sagen, Nettoeinkommen, wenn die Kita-Gebühren im Schnitt um die 150 Euro, 180 Euro liegen, die fallen weg. Und der Steuersatz, den wir erheben, angewendet wird. Und die Parität bei der Krankenversicherung, also die jetzt nicht mehr den Zusatzbeitrag, den bisher die Arbeitnehmer alleine zahlen müssen, im Monat inklusive der Kita zwischen 200 und 250 Euro weniger Belastung. Kommt übrigens noch eins dazu, der Kinderbonus. Bei uns wird jede Familie, die Kinder hat, für jedes Elternteil 150 Euro. Das heißt, bei zwei Kindern sind das 300 Euro. Für jedes Kind, zwei Eltern, mal 150 sind 600 Euro pro Jahr von der tatsächlichen Steuerlast abgezogen. Sie gleichen also dann komme ich auf die Summe zwischen 200 und 250 Euro. Ich will es einmal erwähnen, Sie gleichen sich beide irgendwie auch großkoalitionär perfekt aus in Bezug auf diese Zeitkonten, die der Zuschauer zwischendurch immer mal eingeblendet bekommt. Frau Merkel, eine ähnliche Frage an Sie. Das ist der einzige Ausgleich zwischen Frau Merkel und mir. Eine Frage an Sie in Bezug auf das, was Sie den Bürgern an Entlastung versprechen. Steuerentlastung versprechen Sie eigentlich seit 2005. Seit 2009 tauchten auch diese 15 Milliarden auf, die Sie den Menschen zurückgeben wollen. Das ist 2009 und 2013 nicht eingelöst worden aus bekannten Gründen. Kann der Bürger diesmal damit rechnen, dass diese 15 Milliarden kommen? Fragezeichen. Also kann man das nicht sagen. Wir haben zu Beginn der christlich-liberalen Koalition sehr wohl eine Steuerreform 2009 gemacht. Wir haben 2013 überhaupt keinen Ansinnen gehabt, Steuern zu senken. Wir kamen damals aus der internationalen Finanzkrise, aus der Eurokrise. Und jetzt haben wir in der Tat in unserem Regierungsprogramm die Entlastung um 15 Milliarden. Das wird, kann das jetzt nicht ganz genau sagen für diese Familie, aber durchaus eine bestimmte Größenordnung bedeuten, weil das noch in dem unteren, mittleren Einkommensbereich ist. Zweitens, meine Familie wohnt jetzt in Hessen. Da hat der Ministerpräsident gerade entschieden, dass die Kindergartenbeiträge auch abgeschafft werden. Das bedeutet also dann eine ähnliche Entlastung wie die für die in Rheinland-Pfalz. Und wir werden für jedes Kind das Kindergeld um 25 Euro pro Monat erhöhen. Macht also noch mal 50 Euro. Oder aber den Kinderfreibetrag für das Existenzminimum des Kindes auf den Freibetrag für Erwachsene anheben, weil wir ein Zeichen setzen wollen, dass Kinder uns in der Gesellschaft genauso viel wert sind wie Erwachsene. Das sind unsere Angebote. Ja, bei uns ist es noch so, die müssen sich noch entscheiden, ob sie das Ehegattensplitting behalten wollen oder ins Familiensplitting wollen. Bei uns wird beim Familiensplitting die Kinder im Splitting-Bereich bevorzugt und nicht mehr die Übertragbarkeit von einem Ehegatten auf den anderen. Also dann nochmal 100 Euro. Nee, da müssten Sie mir den Einzelfall schon nennen, weil ich jetzt hier kein ambulantes Steuerbüro, aber wenn Sie mir den Fall nachher nennen. Sie könnten auch einfach die Mehrwertsteuer senken. Das würde allen armen Menschen nutzen zum Beispiel. Ja, aber den Staatshaushalt in einer so großen Weise belasten, dass ich nicht weiß, welche... Bei sprudelnden Einnahmen, Steuereinnahmen... Müssen Sie gleich hinzufügen, welche Leistungen Sie streichen wollen. Und es stimmt nicht, es entlastet die Verbraucher nicht. Bei den Mehrwertsteuersenkungen, das hört sich populär an, aber bei den Mehrwertsteuersenkungen, die es gab, nehmen wir mal die Mehrwertsteuer auf Butter. Und Sie senken sie jetzt. Glauben Sie denn, die Discounter bleiben beim Preis auch runter? Die gehen beim Preis auch runter. Die sacken sich die Mehrwertsteuer, die der Staat nicht mehr erhebt, auf ihren Preis ein. Das heißt, der Verbraucher zahlt den gleichen Preis. Aber es sind Ausgaben für den Verbraucher. Wir haben schon tatsächlich... Tut mir leid, das ist eine populäre Forderung, die funktioniert so nicht. Wir haben ja nur ein Duell, also müssen wir doch versuchen, in dieser Zeit doch vielen Menschen eine Idee davon zu geben, in welchen Fragen sie unterschiedlich und gleicher Meinung sind. Wir haben jetzt das Problem, dass wir ein bisschen unter Zeitdruck geraten. Ich würde Sie ganz herzlich bitten, wir machen eine
schnellere Runde, wo wir versuchen, Fragen so zu stellen, dass Sie einfach mit Ja oder Nein antworten können, damit wir herausfinden, wo ticken Sie ähnlich, wo ticken Sie nicht ähnlich. Die erste ist ganz einfach, Herr Schulz, zuerst an Sie. Die Ehe ist immer noch für mich zuerst eine Verbindung von Mann und Frau, Ja oder Nein? Nein. Frau Merkel? Die Ehe ist jetzt für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Aber für Sie persönlich? Im Grundgesetz ist sie so definiert, nach meiner Auffassung, dass es die Verbindung von Mann und Frau ist. Ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben im Deutschen Bundestag, ist eine befriedende Entscheidung. Ein sehr langes Jahr. Ja. Frau Merkel, finden Sie persönlich gut, dass die WM 2022 in Katar stattfindet? Ja, ja oder nein? Für mich Sie persönlich? Nicht so besonders gut, nein. Nein. Herr Schulz? Nein. War die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft ein Fehler, Herr Schulz? Nein. Frau Merkel? Wir haben keine generelle doppelte Staatsbürgerschaft und dabei bleiben wir auch. Soll das Wahlrecht ab 16 künftig auch für Bundestagswahlen gelten? Ja oder nein? Nein. Das Wahlrecht ab 16 für Bundestagswahlen? Ja. Ja. Ich antworte immer so kurz. Ich mache jetzt immer noch drei Sätze. Wir versuchen es kürzer zu halten. Die nächste ist vielleicht leicht zu beantworten, Herr Schulz, ist an Sie. Dass der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bei einem russischen Staatskonzern nun angeheuert hat, finde ich gut oder schlecht? Schlecht. Frau Merkel? Schlecht. Es ist ein gelistetes Unternehmen. Er untergräbt die Sanktionen, die die Europäische Union erhoben hat. Das ist ein sehr trauriger Zustand. Naja, der ehemalige Gerhard Schröder hat sich um dieses Land große Verdienste erworben. Um Russland, ist das eine Rechtfertigung? Gerhard Schröder hat sich um dieses Land große Verdienste erworben. Er hat die Bundesrepublik Deutschland aus dem schmutzigen Irakkrieg herausgehalten. Damit bleibt er ein Kanzler, der ein Ruhmesblatt in der Geschichte unseres Landes beschrieben hat. Aber ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass ehemalige Bundeskanzler, auch ehemalige Bundespräsidenten wie Herr Wulff, der jetzt für einen türkischen Unternehmer arbeitet, so gut ausgestattet sind, dass sie meinetwegen Honorare für Memoiren einnehmen sollten, aber sich nicht irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen anvertrauen sollten. Deshalb bin ich der Meinung, dass Gerhard Schröder das nicht tun sollte. Ja, aber der hört gar nicht auf Sie. Es geht auch bei dieser Bundestagswahl, Herr Strunz, um die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, nicht um die Zukunft von Gerhard Schröder. Bitte sehr. Und damit machen wir weiter mit den kurzen Anfragen und den kurzen Antworten, weil es so schön ist. Große Koalition. Herr Schulz, schließen Sie für die kommende Legislatur aus, für sich und die SPD, dass Sie noch mal als Juniorpartner in eine Regierung gehen? Ich strebe die Kanzlerschaft der Bundesrepublik Deutschland an. Da werde ich bis zum 24. September versuchen, die Mehrheit für zu erwerben. Mhm. Könnten Sie es trotzdem probieren mit einem Ja oder einem Nein? Ich strebe die Kanzlerschaft der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben hier ein Duell. Es war ein Versuch. Wir haben hier ein Duell dafür, ob Frau Merkel oder ich der nächste Bundeskanzler bin oder sie Bundeskanzlerin bleibt. Mhm. Und Sie haben erklärt, auch im Falle einer Niederlage SPD-Chef zu bleiben? Ja. Auch wieder mit 100%? Na ja, gut, so ein Parteitag wählt einen, glaube ich, nicht jedes Mal mit 100%. Aber immerhin hat er mich mit 100% gewählt. Aber wenn ich die Mehrheit auf dem Parteitag bekomme, dann bin ich relativ optimistisch, dann bleibe ich SPD-Vorsitzender. Und die SPD hat, glaube ich, mir deshalb diese 100% gegeben, weil sie mir auch das Vertrauen geben wollen, die Partei längerfristig zu führen. Und damit sind wir beim Thema innere Sicherheit und der Terrorabwehr, Frau Merkel. Das ist jetzt ein heftiger Sprung, aber wir müssen auch Sie dazu beide noch einmal hören. Den deutschen Behörden sind rund 700 sogenannte Gefährder bekannt, die Hälfte davon in Deutschland. Wenn man die alle nicht lückenlos überwachen kann, leben wir in einer solchen Russisch-Roulette-Situation? Müssen wir uns an den Terror gewöhnen? Noch mal ganz kurz zurück, weil mir leider zur Koalition keinerlei Fragen... Kommt noch? Kriegen Sie noch, ja. Aber wir sind Großschwöre. Also, noch mal, wenn Sie kurz... Ich wollte immer noch wissen, ob wir uns an den Terror gewöhnen müssen. Sind wir? Nein, wir dürfen uns nicht an den Terror gewöhnen und wir müssen uns ihm auch entgegenstellen. Er ist eine Geisel im Augenblick, nicht nur in Deutschland, sondern, wie wir es in Spanien gesehen haben, in Frankreich, in Großbritannien. Aber sich an diesen Terror zu gewöhnen, würde bedeuten, unsere Art zu leben aufzugeben. Und deshalb ein klares Nein. Alles, was in unserer Macht steht, sich diesem Terror entgegenzustellen und ansonsten sehr bewusst für unsere Art zu leben, werben. Mhm. Und war Herr Schulz, Anis Amri, der Fall, über den wir am allermeisten gesprochen haben, in diesem Zusammenhang, er war ein islamischer Gefährder. Können Sie sagen, dass deutsche Behörden einen solchen Fall wie Amri in Zukunft ausschließen können? Oder was werden Sie auch tun, damit es garantiert nicht wieder vorkommt? Natürlich kann keiner garantieren, dass deutsche Behörden immer hundertprozentig richtig arbeiten. Aber ich glaube, die meisten
Böhren unseres Landes machen einen richtig guten Job. Im Fall Amri gab es einen Fehler. Einen? Ich glaube, es gab sehr viele Fehler. Ja. Im Fall Amri gab es viele Fehler. Sie haben recht. Man muss dem nachgehen. Aber Sie haben ja die Frage gestellt, ob ich Ihnen eine Garantie geben kann, dass solche Fälle sich nicht wiederholen. Ich kann Ihnen eine Garantie geben, dass ich alles tun werde, um die Behörden so fit zu machen und die Arbeit der Behörden so effektiv zu machen, dass sich solche Fälle nicht wiederholen. Aber ich kann Ihnen keine Garantie geben. Dass jemand mit 16 Identitäten durch verschiedene Länder, nicht nur Europas, sondern in Deutschland reist, weil es einen Behördenwahnsinn gibt, den man mühevoll aufdröseln muss, um zu verstehen, wer überhaupt wofür zuständig war. Die Frage ist, glauben Sie, dass mit Ihnen sich an der Situation auch unserer Dienste, unserer Aufklärungsarbeit etwas verändern wird? Oder sagen Sie, wir müssen tatsächlich zu Videoüberwachung, Gesichtserkennung, anderen Maßnahmen greifen, weil wir es nicht schaffen, diese Gefährder unter Schach zu halten? Ja, ich glaube, dass wir alle präventiven Maßnahmen ergreifen müssen, die rechtsstaatlich vertretbar sind, um Gefährder zu erkennen, frühzeitig zu erkennen. Ich will das nochmal sagen, ich habe das eben schon mal gesagt, auch abzuschieben. Wer in diesem Land tatsächlich ist und bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirkt, also seine Identität verschleiern will, wer zusätzlich betrügt oder gar Straftaten begeht oder Terroranschläge plant, der muss hier raus, und zwar so schnell wie möglich. Und damit sind wir bei einem Vorschlag von Wolfgang Bosbach, Frau Merkel, niemanden mehr ohne Papiere ins Land zu lassen. Was halten Sie davon? Naja, das, glaube ich, ist nicht generell möglich. Wer keine Papiere hat, da muss schnellstmöglich Aufklärung betrieben werden. Deshalb haben wir zum Beispiel das Auslesen von Handys auch eingeführt. Wir können jemanden, der um Asyl bittet, in Deutschland nicht reinlassen. Aber wir haben natürlich die Pflicht, alles herauszufinden und deshalb eben zum Beispiel Auslesen der Handys. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass wir in der Tat alles tun müssen, um aus diesen Fehlern, und bei Amri sind Fehler passiert, zu lernen. Mhm. Es kann, nachdem jetzt die Fingerabdrücke genommen werden, keinerlei 17 Identitäten mehr geben, wenn es sich nicht um dramatischen Schlendrian handelt. Es muss das Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern natürlich aus einem solchen Fall lernen. Wann wird jemand als Gefährder eingestuft, und im Zweifelsfall müssen Leute, und das wird in Zukunft auch möglich sein, wie Amri, der hätte schon längst in Abschiebehaft sitzen müssen, um dann zu warten, bis die Papiere endlich ausgestellt sind. Also ich glaube, wir haben aus diesem Fall gelernt, und das nenne ich, das absolut Machbare muss unternommen werden. Wir haben natürlich nicht nur die Gefährdung von außen, sondern wir haben Gefährdung auch im Inneren. Es gibt eine Zunahme oder eine Verrohung der Gesellschaft, Gewaltkriminalität, die die Menschen erschreckt. Sie haben beide relativ ähnlich in ihren Programmen gesagt, es müssen mehr Polizisten auf die Straße. 15.000 sind genannt. Auch dieses ist ähnlich. Das Einzige, was man sich da fragt dann, und das würde ich Sie gerne beide fragen, wo sollen die, Herr Schulz, plötzlich herkommen? Wie lange wird das dauern? Ist ja nicht so, dass man die von Bäumen pflücken kann. Ja, wir haben Rekrutierungsprobleme auch bei der Polizei. Das liegt auch daran, dass wir Polizeibeamte besser bezahlen müssen, dass wir sie auch entlasten müssen. Ich stelle mir zum Beispiel immer wieder die Frage, warum wir unsere Polizei auch wirklich mit Alltagsdingen belasten. Muss eigentlich die Polizei zu jedem Blechschaden rausrücken? Oder kann das nicht auch ein Ordnungsamt kommunal machen, den Schaden aufnehmen, dann der Versicherung melden? Wenn Sie alleine diese ganze Bürokratie, die die Polizeibeamten dann zu bewältigen haben, wegließen, hätten die viel mehr Zeit für den praktischen Dienst zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aber Sie haben recht, wir brauchen bei der Rekrutierung, bis wir diese 15.000 Stellen, die wir fordern, haben, da gehen 2-3 Jahre ins Land. Und gerade deshalb sage ich noch mal, entbürokratisieren auch der Polizeiarbeit, entlasten der Polizeibeamten von Alltagsdingen, die auch andere machen können, würde zu mehr Präsenz von Polizisten auf den Straßen führen. Ein paar Jahre. Die Polizeibeamten, da habe ich das, wenn Sie gestanden haben, ich bin der Sohn eines Polizeibeamten, ich weiß, was diese Männer und Frauen leisten müssen. Die Polizeibeamten sind wirklich in allen Bundesländern am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Deshalb mehr Rekrutierung und Entlastung ist ein Muss. Mhm. Ein Muss, deshalb würde ich dort wirklich viel Geld investieren. Ja. Frau Merkel, wie fühlt es sich an, Kanzlerin eines Landes zu sein, in dem sich Polizisten, ausgerechnet Polizisten, so oft im Stich gelassen fühlen von der Politik? Erstmal hat der Bund jetzt ja die Zahl der Bundespolizisten erhöht. Wir haben auch glücklicherweise Nachwuchs gefunden. Natürlich dauert es eine Weile. Zweitens, man muss den Polizisten auch wirklich die Instrumente in die Hand geben. Wenn wir leider sehr, sehr lange gestritten haben, ob man nun auch bei den sozialen Medien die entsprechenden Abhör- und
Datenerfassungsmöglichkeiten hat, wenn ich sehe, dass mir Polizisten aus einigen Bundesländern sagen, wir haben nicht die Möglichkeit der Schleierfahndung, wir haben nicht die Möglichkeit der Videoüberwachung, wie wir das wollen. Wir werden sogar noch gekennzeichnet, weil man uns misstraut. Dann muss man sich nicht wundern, dass Polizisten sich im Stich gelassen fühlen. Ich habe mich dafür eingesetzt, und das ist unser Regierungsprogramm, dass wir ein Musterpolizeigesetz machen für alle Länder und den Bund und dass wir dann zu einem Maß gleicher Sicherheit kommen. Wir haben nämlich heute in Bayern für die Polizisten bessere Ausrüstung und bessere rechtliche Möglichkeiten, als wir das zum Beispiel in anderen Bundesländern, die meistens rot-grün regiert sind, haben. So, das da, ist es nicht, da ist es wieder. Unterschiedliche Sicher. Ja, es, und ich mache doch das nicht aus Spaß. Mhm. Ich muss das nur einfach sagen. Deshalb ist unter anderem eine Landesregierung in Nordrhein-Westfalen abgewählt worden, weil Polizisten sich im Stich gelassen haben. So, und jetzt sind wir, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Nee. Kennen Sie das, Flächenland in Deutschland, das 2016 die höchste Kriminalitätsrate hat? Na? Kennen Sie das? Verraten Sie es mir einfach. Sachsen-Anhalt, ja. CDU regiert seit 20 Jahren. Ja. So, gut, Herr Schulz, kann alles sein. Ich sage nochmal, ein Musterpolizeigesetz. Das ist doch jetzt auch egal, dass alle Polizisten in Deutschland die gleichen technischen und rechtlichen Möglichkeiten haben, um Verbrechern auf die Schliche zu bringen. Darauf hinzuweisen, dass Sie sonst wieder Ihren auch dafür. Man merke, das ist da immer der gleiche Trick. Ohne Frau Merkel noch mal nach der Koalition zu fragen, sorry, können wir das nicht einladen. Das ist da immer der gleiche Trick. Wenn irgendwas, was Sie auf irgendeine Art und Weise loswerden wollen, da ist es dann rot-grün. Ich bin bei der inneren Sicherheit der Meinung, dass es die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht interessiert, wer der Ministerpräsident ist, sondern dass sie vor Terror und Kriminalität geschützt werden. Da bin ich auch bereit, mit Ihnen wirklich eng zusammenzuarbeiten. Aber hören Sie auf dieses schwarze oder rote Peterspiel auf. So, also jetzt schaffen wir leider wirklich nicht mehr, die Koalitionsfrage zu stellen. Oder wollen Sie noch ganz kurz sagen, ob es schwarz-grün wird, Frau Merkel? Nein, ich möchte den Zuhörern und den Zuschauern ganz klar sagen, dass die Union auf keinen Fall mit der AfD zusammenarbeiten wird und in keinem Fall mit der Linken. Und ich finde, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Anspruch darauf haben, dieses von der SPD zu hören. So. Gut. Und das wollen wir noch ganz kurz. Die Linke, genau. Die Linke für Sie ein Koalitionspartner? Ich bewerbe mich dafür, die SPD so stark wie möglich zu machen. Wer nach der Bundestagswahl dann mit uns eine Regierung will, ist die Linke ein Koalitionspartner für Sie, ob Sie stark werden wollen oder nicht? Das wollen wir ja, denke ich mal, Ihnen abnehmen. Dann gehen wir gleich zu Ihren Schlussstatements. Wir bitten jetzt, ist es richtig, was ich sage? Nein, als erstes Martin Schulz um seine Schlussworte. Wie viel Zeit habe ich? Eine Minute. Aha. Theoretisch. Gut. Kriegen Sie hin. 60 Sekunden für ein Schlusswort. In 60 Sekunden, meine Damen und Herren, verdient eine Krankenschwester weniger als 40 Cent und ein Manager in einem Großunternehmen mehr als 30 Euro. In 60 Sekunden kann ein verantwortungsloser Politiker mit einem Tweet die Welt an den Rand einer Krise führen. In der gleichen Zeitspanne können junge Menschen sich vernetzen und Diktaturen zum Einsturz bringen. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und in einer Zeit des Umbruchs ist das beste Mittel der Aufbruch und der Mut zum Aufbruch. Der Mut zum Aufbruch heißt, die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit verwalten. Und die Zukunft gestalten, das können wir am besten mit unseren Freunden in Europa. Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Sicherheit und Frieden in der Welt herstellen. Das ist die Aufgabe, die Bundesrepublik Deutschland als starkes Mitgliedsland in der Europäischen Union hat. Europa, das geleitet wird von dem Gedanken, die Demokratien zu stärken in einer Zeit, wo Putin, Erdogan, Trump, solche Leute unsere Grundwerte infrage stellen. Für diese Idee eines europäischen Deutschlands, einem starken Europa, habe ich mein ganzes Leben gekämpft. Die Minute ist um Vertrauen darum, dass ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland unser Land dienend für unser Volk und für Europa gestalten kann. Wir versprechen Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, wir werden Ihr Schlusswort deswegen nicht kürzen, weil er jetzt länger gemacht hat. Aber wenn Sie es in einer Minute schaffen würden, wäre super, dann höre ich auch sofort auf zu reden. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zuzuhören und uns zu folgen. Wir haben aus meiner Sicht nicht ausführlich darüber gesprochen, was eigentlich zur Entscheidung steht in den nächsten 4 Jahren. Denn wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Und durch den digitalen Fortschritt wird sich vieles ändern. Wir alle sehen das, allein das Smartphone steht prototypisch dafür. Und Arbeitsplätze, die heute sicher erscheinen, müssen weiter sicher gemacht werden. Die Bildung muss umgestellt werden. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger im Blick auf die
den Staat mit neuen Möglichkeiten des digitalen Zugangs zu ihrem Staat ausrüsten. All das sind die großen Aufgaben. Und ich glaube, dass sich mit der Mischung aus Erfahrung der vergangenen Jahre, in denen wir einiges erreicht haben, und der Neugier auf das Neue, in dem wir diese neue Welt so gestalten müssen, dass Deutschland auch in 10 Jahren ein starkes Land ist, ein sozial gerechtes Land, ein Land, in dem der Zusammenhalt auch wirklich gilt. Und dafür möchte ich arbeiten, für Sie und mit Ihnen. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Geben Sie 2 Stimmen der Christlich-Demokratischen Union. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dann danken auch wir. Im Namen von uns Vieren darf ich das an dieser Stelle tun. Natürlich Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, dem Herausforderer Martin Schulz. Danke für diese 97 Minuten heute Abend. Einen schönen guten Abend, wo immer Sie uns zugeschaut haben. Und bitte wählen gehen. Und wir hätten nächsten Sonntag auch Zeit für ein zweites Duell.